Ja, hallo und herzlich willkommen bei YouTube. Ich bin Westersburg und ich wünsche euch allen ja frohe Weihnachten. Und zu diesem Double New Commentary habe ich gedacht, das muss ein Double Commentary sein. Und deswegen haben wir eine Person hier dabei, die ja noch kein Commentary ja auf unserem Channel gemacht hat. Ja, der Bene. Hallo Bene. Hallo Yannick. Ja, so und hallo YouTube. Ja, nein, Schatz. Frohe Weihnachten euch allen. Ja, wünsche ich dir auch, Bene. Und habe ich mich gefragt, was machen die Nuke Fighters, wenn es draußen kalt wird? Kuscheln sich aneinander. Nee, ich dachte jetzt eher daran, dass die so nach Rio fliegen oder so, und dann zocken sie eine gediegene Runde Sprengkommando in den Favelas. Und deswegen sage ich jetzt auch hier mal was zum Waffenset. Da habe ich die P90 mit dem Schalldämpfer dabei. Ja, Secondary, glaube ich, wie immer die Spaß 12. Und als Perks, ja, Plünderer Pro, Feuerkraft Pro und Ninja Pro. Killstreaks, ja, sind Harrier, Chopper, Nuke. Und der Harrier ist auch schon in der Luft. Kommen wir mal vom Gameplay weg zu dem wichtigen Thema hier. Und zwar, ja, Weihnachten, Bene. Wie feierst du denn Weihnachten? Also, meine Eltern sind getrennt. Und da immer den ersten, wenn hier Heiligabend, immer bei einem Elternteil und den Tag danach dann beim anderen Elternteil. Aha. Und den zweiten Weihnachtsfeiertag dann meistens irgendwie bei den Großeltern dann noch schön Geschenke abstauben. Und wie sieht es bei dir so aus? Ja, also wir haben eine kleine Familie und deswegen treffen wir uns eigentlich so mit der ganz kleinen Familie, also mit der kompletten Familie, Heiligabend. Und ja, am ersten Weihnachtstag sozusagen der Aufräumen, Chilltag, Geschenke ausprobieren, also Zocktag. Und ja, zweiter Weihnachtstag ist eigentlich nie so wirklich was los. Da treffen wir uns ab und zu mal mit Bekannten oder so, je nachdem, wer wann wie Zeit hat oder so. Und ja, es ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Und Bene, was meinst du, hat der Weihnachtsmann für dich dieses Jahr parat? Ich hoffe, dass es unter dem Baum schön das MW3-Spiel liegt und natürlich Assassin's Creed Revelations. Ja, das sind coole Spiele. Assassin's Creed habe ich, glaube ich, auch dabei. Könnte sein, dass ich Battlefield 3 oder Call of Duty 4 noch bekomme. Die beiden Wünsche habe ich relativ spät geäußert, deswegen weiß ich nicht, ob der Weihnachtsmann das so noch mitbekommen hat oder ob er es über die riesigen Maps von Battlefield 3 überhaupt drüber schafft. Aber naja, das könnte er mit seinen... Der Weihnachtsmann ist so ein Harry. Ja, ja, mit seinen Rentieren, da düst er über jede Map drüber. Könnte funktionieren, aber da lasse ich mich heute Abend mal überraschen. Und ja, es ist eigentlich auch so dieses Jahr, dass ich irgendwie gar nicht wirklich in Weihnachtsstimmung bin. Also sonst bin ich eigentlich immer in Weihnachtsstimmung. Ja, wir haben ja jetzt heute schon Weihnachten. Okay, ich freue mich ein bisschen auf heute Abend. Aber so wirklich Stimmung ist hier nicht, ne? Kein Schnee, nichts. Gar nichts. Ja, Schnee hatten wir ja mal kurz hier bei uns. Aber ja, es ist halt irgendwie schon wärmer als in den Jahren davor und auch war die Stimmung auch irgendwie ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Also wenn mich jemand fragen würde, ja, woran liegt das denn oder so, da könnte ich jetzt nicht drauf antworten. Ich weiß nur, dass es vielen anderen auch so geht. Und naja, hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr ein bisschen mehr Hype gibt. Ja, und ja, Ben, ich wollte dich mal generell fragen, wirst du denn, ja, MW2 noch spielen, wenn du MW3 hast? Ja, ich denke mal schon, da ich von vielen gehört habe, die sich sehr über MW3 aufregen und dann nicht den Ausweicher zum Modern Warfare 2 haben, sondern sich einfach mal in den Garten stellen und gegen Bäume treten oder sonst was machen. Kennst du die Geschichte auch? Ja, aber die wollen wir jetzt nicht erzählen. Nee, die wollen wir hier auch nicht erzählen. Nein, das ist ganz privat und... aber musste jetzt mal sein. Ja, ja, was wollte ich noch gesagt haben? Ja, worüber regst du dich denn in MW2 am meisten auf? Also am meisten, ja, Noobtuber eigentlich. Also ich bin meistens immer bei einer hohen Killstreak und dann immer irgendwie ein, ja, hohe ist jetzt nicht, aber einen vor dem Chopper werde ich meistens immer genoobtubed. Ja, war das nicht heute auch irgendwie so, wo wir eine Runde gezockt haben und du hattest gerade den Chopper oder so und warst dann auf dem Weg zu deiner, was weiß ich, vierten Nuke oder so? Ja, das stimmt, da hast du gut aufgepasst. Ja, bist du wieder weggetubed worden. Nee, aber ich mach das eigentlich meistens so, wenn ja ich getubed werde oder so, dann
Ja, dann nehme ich auch den Tube und Tube eigentlich zurück. Und dann ziehe ich die Gegner meistens auch noch, weil ich besser tuben kann. Aber, ja, was gibt's noch? Die Runner, die nerven mich eigentlich so ziemlich extrem, aber ich selber kann das nicht so. Ja, wenn sie Kommando Pro drin haben und als Zweitwaffe dann halt die Pistole mit Taktikmesser, genau. Ja, obwohl es, was mich in letzter Zeit noch mehr abfuckt, sind die Runner mit den Ranger Akimbos. Da brauchen sie noch nicht mal Feuerkraft, da killen sie trotzdem, wenn sie beide gleichzeitig abschießen. Und ja, ihr seht's hier oben wieder im Gameplay, ich bin hier schon mal von einem Tube wieder getroffen worden. Hab den Gott sei Dank noch überlebt. Aber naja, was gefällt dir denn an MW2 besonders gut? Die Stimmung. Die Stimmung im Online-Modus ist eigentlich ganz gut. Es sind jetzt nicht mehr so viele Super-Pros drin oder so viele, ja, Hacker. Oh, geht. So viele Challenge-Lobbys sind jetzt auch nicht mehr drin. Die sind jetzt wahrscheinlich alle momentan am MW3-Versuch. Ja, also Challenge Lobby bin ich seit dem Patch im Februar auch nicht mehr drauf gekommen. Also gibt's ja anscheinend, aber das Einzige, wo ich mal drauf gekommen bin, waren so hässliche Knife-Hacker, die irgendwo mal in Richtung von mir gemessert haben, obwohl ich am anderen Ende der Map war, so sozusagen wie bei High-Rise durch die Querfenster. Und der Typ kriegt nur einen Hitmarker angezeigt, der fliegt ja noch nicht mal auf mich zu und ich fall tot um. Das nervt dann schon ein bisschen, aber sonst habe ich eigentlich, ja, Jump-Lobby ist okay, genau. Aber dadurch verschafft sich ja der Gegner nicht unbedingt einen Vorteil, wenn der, ich hatte es bisher so, dass dann alle irgendwie springen konnten, nicht so, dass einer jetzt irgendwie jumpt, der kommt dann auf einen Punkt von der Map, wo er stehen kann und tubt einen dann runter oder so, das habe ich jetzt eigentlich noch nicht erlebt, aber wie schon gesagt, MW2 spielen ja im Moment nicht so viele. Ich habe sogar gehört, dass Call of Duty 4 von mehr Leuten gezockt wird als MW2, weil es einfach daran liegt, glaube ich, dass MW2 MW3 sehr stark ähnelt und die ganzen MW2-Spieler, die spielen jetzt MW3 und die Black Ops-Spieler, ja, die bleiben bei Black Ops und die COD4-Spieler, die bleiben bei COD4. Aber ich denke mal, wenn der Hype um MW3 jetzt komplett zurückgegangen ist, es gibt ja viele, die bekommen es jetzt heute erst oder so, kann ich mir sehr gut vorstellen, dann wird die Spieleranzahl in MW2, denke ich mal, jetzt noch schön weiter runtergehen, aber ich denke mal, so in ein paar Monaten wird sich das so wieder ausgeglichen haben, wenn die Leute keinen Bock mehr auf die Maps haben. Also bei mir ist es so, dass die Maps sich ziemlich schnell ausgelutscht haben. Also da kennt man dann alle Positionen. Bei MW2 gab es sogar letztens, lacht jetzt bitte nicht Leute, eine Situation, wo ich was Neues auf einer Map entdeckt habe. Und für mich sind die Maps so einfach zu zugestellt. Also überall stehen Autos mitten im Nichts rum, auch in den neuen Map-Pack, was am 24.01. für die Xbox kommt. Keine Ahnung, wann das für PS3, Call of Duty Elite Premium kommt oder so. Da gab's ein, ja, wie heißt es jetzt? Screenshot von der kommenden Map Park, die spielt im Central Park in New York. Die sah eigentlich relativ leer aus, also keine Häuser und so. Ich meine, ist ja auch ein Park. Aber mitten auf dem Gehweg steht auf einmal so ein Army-Jeep rum. Da frage ich mich schon wieder, mussten die schon wieder irgendwelche Explosivmöglichkeiten einbauen? Ja, für die Noob-Tuber. Ja, für die Noob-Tuber, ich meine, ja, okay, durch Autoexplosionen killen sie einen direkt, sonst ja nicht. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen nervig. Was mich mal so interessiert, ob die YouTuber hier auch irgendwie Erfahrung mit den iMob-Clan haben. Ah, ja, genau, da könnt ihr uns gerne runterschreiben. Dem Bene ist das so aufgefallen, dem Tobi zwar auch, aber der Bene hat's dann, ja, hat die Wahrheit ausgesprochen. Ich habe da vorher nie so drauf geachtet, ist mir auch nicht so aufgefallen. Aber in jeder Lobby ist mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Leute oder so, mit einem iMob-Clan-Tag drin. Genau. Keine Ahnung, was das ist, ob das hier der neue Face-Optik-Clan ist. Hört sich eher so ein bisschen noobig an oder so nach so einem hobbylosen Clan-Tick, so wie Piss oder Code oder was weiß ich. Keine Ahnung, was der ganze Scheiß soll. Würde mich mal wirklich interessieren. Vielleicht gibt es ja auch so einen Clan mittlerweile auch schon bei Call of Duty Elite, bei den ganzen Mitgliedern, die angeblich haben. Müssten die ja bei der Rangliste ziemlich weit oben sein. Und ich versuche jetzt hier gerade noch gleich die Triple Nuke. Funktioniert leider nicht wegen den Hardcore-Objective-Spielern. Aber, keine Ahnung. Ich habe schon Respekt vor Leuten, die da irgendwie eine Quad-Nuke oder so machen. Triple Nuke war ich schon mehrmals kurz davor.
aber entweder es machen mir halt die Teamkollegen oder die Gegner kaputt durch, ja, das Befolgen der Missionsziele oder Host Migration oder. Also, oder. Ja, die Host Migration, die ist ja in MW3, die ist ja erste Sahne, muss ich schon sagen, Ben. Also, da kannst du dich auch schon drauf freuen, die funktioniert wirklich zu 99%. Aber, ja. Egal, worüber können wir noch reden? Ja, ich denke mal, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit dadurch, dass ich Ferien habe. Und zwar, ja, werde ich vielleicht nicht unbedingt morgen, also am ersten Weihnachtstag, aber vielleicht am zweiten Weihnachtstag noch ein weiteres Gameplay hochladen und in den Ferien auf jeden Fall mehr als sonst. Und ja, vielleicht, wenn ich Battlefield 3 bekommen sollte, ja, mache ich vielleicht noch so ein Vergleichsvideo, beziehungsweise kein Vergleichsvideo, man kann die Spiele nicht vergleichen, aber nee. So eine Aufforderung an die Fanboys, sich nicht so gegenseitig zu haten oder so. Vielleicht hilft mir der Fabi dabei noch. Weil der Fabi, der ist ja begeisterter Battlefield-Spieler. Er hat zwar jetzt auch MW2, aber Battlefield ist halt seine Leidenschaft. Und aber ich sehe ihn nicht als Hater von Call of Duty oder Über-Fanboy an. Also er ist eigentlich so wie ich, dass er die Spiele relativ neutral vergleicht. Okay, jeder hat seine eigene Meinung, aber wir ja schmeißen da nicht mit Beleidigungen um uns. Nee. Ja, was kann ich jetzt noch sagen? Bin hier gerade im Gegner-Spawn, hab jetzt gleich den Harry am Start. Sieht eigentlich im Moment ganz gut aus. Wir sind am Verlieren bei der Runde. Hätte die dritte Runde ja werden können, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch die Triple, wenn nicht sogar die Quad Nuke geschafft. Und ja, was kann ich noch sagen? Eine Moab sozusagen ist dagegen ja schon billig. Also Moab, die kann, macht man ja mal eben so jeden Tag, zaubert man da eine raus. Schild Moab von MarsXD mache ich jeden Tag. Der Tobi hier, der ist so gut, der macht eine Deka-Nuke, meint er. Also das sind, für Leute, die es nicht wissen, das sind 10 Nukes. Dann macht der Tobi, na so einmal die Woche schafft der Kollege das. ja, okay, lassen wir den Scheiß. Ihr habt gesehen, die Nuke ist oben. Habt den Shopper-Gunner noch, es geht hoch und ja. Ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Gebt den Weihnachtsdaumen nach oben, abonniert uns und ja, bis demnächst. Tschö, Bene. Tschüss, Yannick. Tschüss, YouTube.